nichts entdeckt. Sehr schön. Ich gehe einfach mal meines Weges. Ich habe eine Waffe bei mir, aber die seht ihr ja gar nicht. Ihr Blindschleichen, ihr. Ich sehe ein schnelles, sehr, sehr leicht zerstörbares Fahrzeug. Verdächtige Aktivitäten in diesem Sektor. Alle sind verdächtig. Und zwar automatisch. Bitte schade, dass man hier nicht... Bitte dringend verdächtigen Beschreibung. Das wäre jetzt die Karre, das fand ich nicht. Verdächtige ein Fahrzeug. Das wäre jetzt die doofe Karre. Oh, Gerüchte, es gäbe nicht genug Econa-Schub. Die sind wahr, weil er die Hälfte an die Metallschädel verschenkt. Oh nein. Gib mir deine Karre. Ich habe vorhin noch LNOA gespielt. Das macht Spaß. Man darf einfach die Karre nehmen. Die Leute beleidigen einen zwar trotzdem, aber... Man darf die Karre einfach nehmen. Wenn man lange genug flüchtet. Also sie sind nicht überall, sie bekommen einen nicht immer. Ha! Ich habe gesehen, wie Jackhoff über auf seinem Ding sitzt. Hätte nie gedacht, dass man eine Fassrolle machen könnte auf die Art und Weise. Und warum fahre ich eigentlich die Straßen entlang? Ich kann einfach querbeet fahren. Hahaha, ich habe HP verloren. Ihr Jungs seid ja ganz brauchbar, hä? Ich habe eine neue Aufgabe für euch. Früher, bevor der Baron dort alles abgesichert hat, war die Kanalisation meine beste Schmuggelroute. Und bevor du wegen deiner vielen kleinen Snacks nicht mehr durch die Haustür gepasst hast. Ich wette, du hast wieder einen brillanten Plan in deinem gierigen kleinen Hirn ausgebrütet. Also, wen oder was sollen wir jetzt fertig machen, umhauen oder hochjagen? Naja... Ich brauche jemanden, der alle Wachkanonen in der Kanalisation lahmlegt. Wenn ihr das schafft, bekommt ihr einen Waffenbonus. Lass mich ran. Dunkles, trübes Wasser? Ein Gestank schlimmer als dein Atem nach einem Dutzend Austern? Mehr Metallschädel als Essen auf deinen Teller passen würde? Und natürlich tödlichere Waffen als deine super scharfen Feinripp-Unterhosen an einem heißen Sommertag? Hör mal, Vielfraß, warum schweben wir nicht mal gemütlich hier rum und du kümmerst dich um die Abflussrohre? Wir tun gar nichts, bevor du uns nicht sagst, warum die Metallschädel mit den Streitkräften des Barons handeln. Ich sollte euch beide die Kniescheiben wegschießen lassen. Ich weiß nur, dass der Baron notgedrungen einen Deal mit dem Anführer der Metallschädel gemacht hat. Die Metallschädel brauchen Echo, also versorgt der Baron sie regelmäßig damit. Im Gegenzug halten die Metallschädel die Stadt in Schach, sodass die Herrschaft unseres ehrenwerten Barons unangetastet bleibt. Ja, aber wie lange wird dieser Deal wohl halten? Nun ja, dem Baron geht das Echo aus, ne? Und die Metallschädel haben nicht viel Geduld. Baron Praxis braucht diesen Krieg, um an der Macht zu bleiben. Andernfalls würde die Stadt den wahren Regenten auf den Thron setzen. Wo auch immer dieser Bengel steckt. Wir kümmern uns um die Kanalisation, aber denk daran, dass du uns einen Waffenbonus versprochen hast. Ihr Blutsauger. Ja, ja. Vielleicht sind sie Blutsauger. Aber Blutsauger müssen ja auch in die Kanalisation springen für ihn. Eine Kleinigkeit, über die ich nicht unbedingt Fan bin. Ich habe Kanalisation immer gehasst. Ich sollte aufhören, R einzudrücken, wenn ich rollen will. Das ist im Ernst kein Witz. Ich drücke die ganze Zeit R1. Ich bin es gewohnt, von Crash Bandicoot R1 zu drücken, wenn ich rutschen will, wenn ich mich ducken will. Sollte ich mal die Kreistaste für was anderes gebrauchen wollen oder so etwas. Die R1-Taste ist meine Lieblingstaste von den ganzen R- und L-Tasten. Ich schaff's nicht, irgendeine andere zu drücken. Verdächtiger begibt sich in Sektor 6. Ich und mein Teil hoffe, wir kommen bald zu der Stelle, wo man ins Kraftwerk kann. Das Fahrzeug.
oder gar noch andere Orte erkunden kann. Und jetzt guck nicht so unglaublich auf den Bildschirm, wenn ich über ein Kraftwerk rede, obwohl ich dieses Spiel blind spiele. Es ist logischer, dass so eine große Stadt ein Kraftwerk braucht. Sorry. Uah. Die Dinger schießen nur am Boden. Ja, einmal anstupfen ist besser, als mit voller Wucht da rein zu brettern. Ich muss trotzdem aufpassen, wo ich lang fahre. Wenn ich Leute umniete, bin ich erledigt, dann darf ich schon wieder flüchten. Aber jetzt kann ich icky picky easy peasy langsam fahren. Plötzlich ist hier ein Loch. Ich habe das am letzten noch nicht bemerkt. Mit was soll's? Nix hier rein. Ab ins Getümmel. Sicherheitszone wird verlassen. Es sind in Anführungsstrichen nur 4 Kanonen. Wie lang ist es von den Viechern eigentlich? Also ich durfte Dark Jack vorhin ausprobieren, als ich aus Versehen die L2-Taste gedrückt habe. Okay, was? Ach so. Schieß auf die Kanone, Jack! Wieder heim. Eine Schießanlage erledigt. Weiter so. Nach einem Treffer ist die schon so weit. Okay. Ah, ich bin tief gefallen, ne? Na, was soll's. Schön Ausschau halten. Ach, ducken kann sich der ja auch. Ha! Jumpscare fehlgeschlagen, Misty. Ach komm! Das sind nur Lampen. Diese roten Viecher können schwimmen, also. HP für den werten Herrn! Oh Gott, ich brauch dringend HP. Ich kann gar nichts sehen. Ah, shit. Schienen sind uns Sektorübung. Aber für der B haben die nicht. Gott sei Dank. Dark Jack Power! Komm her, komm her. Ja. Das so, was ich sehe, die Leiste nicht. Immer in diesem Dark Jack Modus. Also kann ich nicht sehen, ob sich die Verweildauer erhöht, indem ich einfach. Ah! Zwei Schießanlagen. Gut so. Ja, danke für das kleine Lob, aber. Ich habe ein viel dringlicheres Problem. Meine AP sind so gut wie tot. Ich bin so gut wie tot. Tot! Oh, oh, oh. Da stehe ich ja nicht gerade. Ich sehe einen Haufen Metallschädel rumrennen. Einfach zu erkennen an ihren leuchtenden Schäden. Ach, gibt's da nicht. 4 Kisten und kein einziges bisschen HP. Zack. Schon verlieren die Essen ihren Kopf. Okay, schlagen und schießen ist auch eine gute Sache. Junge, ich hatte eine Menge dunkles Deko. Könnte nur zu meinem Vater sein.
HP! Ah! Ich misstraue den Geräuschen. Jetzt weiß ich zumindest, wo sie für The Binding of Isaac diese komischen Geräusche her haben. Die Viecher klingen dann völlig genauso. Auf was das Ding auch immer schießt, ich bin es nicht. Ja, das war klar. Man kann dem nicht ausweichen. Ich fange wieder ganz von vorne an. Da ist es gibt Lichtschalter hier überall. Oh. Okay, drunter wegrollen ist auch nicht. Eine Schießanlage erledigt. Weiter so. Halt mal. Er schreckt mich immer noch nicht. Wobei. Nee, ist es nicht bei allen so. Hoch mit dir! Sieht so wie Piranhas da, ey. Nee, ist Gott sei Dank schnell erledigt. Aber ich bin es auch. Licht! Jack Energie. Also dunkles Echo. Ah, beide besiegt. Perfekt. Ohne AP-Verlust. Wobei, das werde ich bereuen, dass sie es gesagt haben. Das passiert bestimmt gleich noch. Oh, fuck, 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 fuck. Ah. Okay. Ich hab diese Rohre nicht drauf, dann was soll die Scheiße? Das komische Minen scheinen auf mich zuzugehen, also. Schnick's hier raus hier. Ich wette, ich sterbe instant, wenn ich diese Minen berühre. Okay, mit Rollen kann man sich. Mit Rollen kann man sich aber offen einen kleinen Geschwindigkeitsbonus verschaffen, der in kurzer Zeit aus der Sicht des Gegners rückt. Okay, man kann da gar nicht oben bleiben. Schade. Simple Strategie eigentlich. Ich wünsche den Man vs. Machine Team Fortress 2 würde das auch so gehen. Und das dunkle Ego ist voll. HP! Danke! So, soweit ich weiß, waren hier auch noch Kisten. Fickt euch doch. Also, ich finde es. Ja, die HP-Kisten sind einfach sehr rar gesät. Die langsame Schussfrequenz spricht jetzt nicht gerade für ein einfaches Spiel. Wo auch immer Jack hin wollte. Eine noch. Drei Schießanlagen weg. Klasse. Weiter so. Gern geschehen, Fettbacke. Ach, fickt euch doch. Okay, Kanone hat den letzten von mir. Das ist nicht toll, aber warum muss der auch so weit fliegen? Hm. Ah, danke für diese leuchtenden Blitze. Ohne die hätte ich nämlich gar nicht gesehen, wie ich lang muss. Ah. Ich bin so gut wie tot. Ich bin tot. Ich bin so tot. Na toll. Alles von vorn.
Dieses Spiel könnte ein paar Checkpoints durchaus gebrauchen.